Schülerinnen und Schüler der Wiener Neudorfer Volksschule wurden von Bürgermeister Herbert Janschka zu einer Vorführung des Theatermusicals Bambi eingeladen. Absoluter Klassiker, bekannt durch den Disney-Film, kehrte nun als Musical für die Kleinsten zurück. Vergangene Woche auch nach Wiener Neudorf. Es wird auch über Freundschaft erklärt, auch wie man damit umgeht, auch mit Menschen, die, in dem Fall halt mit Tieren, die einem zunächst nicht so angenehm erscheinen. Und der Ronno, der große, der etwas größere Weißwedelhirsch schon, der eigentlich der große Konkurrent von Bambi ist, ist auch nicht ein Böser, sondern der ist halt ein Halbwüchsiger, der es eigentlich eh nett meint, aber es kommt immer verkehrt heraus. Er findet immer den verkehrten Ton und deshalb mögen ihn alle nicht. Und es stellt sich dann am Ende heraus, dass er sagt, ich glaube, ich habe jetzt gelernt, was Freundschaft bedeutet. Ja, wir haben heute hier die ganze Volksschule eingeladen, über 300 Kinder, die sich diese Veranstaltung anschauen. Ich habe diese Produktion letztes Jahr in Mödling gesehen, kenne ja den Chef von Teatro in Norbert Bertassi und auch den Peter Färber, den Regisseur, sehr, sehr gut. Und wir haben uns ausgemacht, wir machen drei Veranstaltungen auch hier in Wiener Neudorf. Eine hier ganz exklusiv für die Volksschule. Und heute Nachmittag und am Sonntag sind wir auch schon recht gut gebucht. Also es kommt an. Dieses Stück ist ja fast schon, oder das Buch fast schon 100 Jahre alt, aber man sieht, es hat nichts an Aktualität verloren. Die Geschichte beginnt mit Bambis Geburt im Dickicht des Waldes. Noch jung und unerfahren wird Bambi von seiner Mutter in die Geheimnisse und auch Gefahren des Waldes eingewiesen. Bis Bambi schließlich erwachsen wird und da übernimmt er nach einigen Abenteuern selbst als stolzer Vater die Rolle des ältesten und weisesten Rehbocks. Bambi ist ja eine recht grausame Geschichte von Felix Salten, die man Kindern fast nicht zumuten kann, denn da wird wirklich die harte Realität des Waldes beschrieben. Ich habe das natürlich ein bisschen abgemildert und ein bisschen modifiziert. Die Mama stirbt trotzdem, aber sie bleibt auf der Bühne als Geist, nur dann halt nicht braun, sondern weiß angezogen, und sie beschützt Bambi auf seinem Weg zum Prinzen des Waldes. Und der Vater, Bambis Vater, der ist halt immer nur da, wenn Bambi ihn braucht und bringt ihm auch viel bei. Und Bambi hat etliche Abenteuer zu bestehen, er hat viel Spaß mit seinen Freunden, Klopfer und Blume und Faline, und hat aber auch Abenteuer zu bestehen und lernt auch anderen zu helfen. Und das Motto des Stückes ist ja, wer Freunde will, muss selbst einer sein. Wir sind ja nicht nur damals unterhalten, sondern ich denke mir, die Lehrer werden das auch nach in ihrem Deutschunterricht zwischen der ersten und vierten Klasse unterschiedlich aufarbeiten. Also es hat auch heute hier einen pädagogischen Hintergrund. Ja, und ich freue mich riesig, dass das gelungen ist. Theatermusical, gespielt von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Profis. Generationen von Kindern, auch ich bin in der Jugend mit diesem Buch aufgewachsen, natürlich auch mit dem Film aufgewachsen. Ja, die Faszination ist einfach durch die ganze Geschichte, ist natürlich ein bisschen eine traurige Geschichte, natürlich auch, aber ich denke mir, es ist eines der wichtigsten Kinderbücher, die geschrieben worden sind. Und es ist wichtig, den Kindern auch diese Literatur zu zeigen. Hier geht es auch darum, dass der Wald beschützt werden muss, dass der Wald die grüne Lunge für uns alle ist. Und der Vater zum Beispiel in seinem großen Lehrstücklied versucht,
dem Bambi zu erklären, dass er verteufelt die Jagd nicht, sondern er sagt, wir müssen im Einklang leben. Wenn wir zerstören, was uns allen nützt, dann wird nicht nur Neid und Hass geschürt, sondern dann werden wir alle nicht überleben. Denn der Wald ist Teil im Kreislauf unseres Lebens und alle Wesen atmen seinen Duft.